wie dreckig ABK lügt und manipuliert. Oh, Uiuiuiui. Da muss ich mich jetzt aber mal, da muss ich mich jetzt aber mal anschneiden, weil ich bin auch Big Fan von ABK und bin mal gespannt. Ich halte mich hier mal ein bisschen zurück und wir schauen uns das mal an. Jo, Freunde der Beefs. Ach ja, ABK gegen KuchenTV hat einfach mehr Tradition als RB Leipzig. An dieser Stelle sei direkt gesagt, anstatt dass wir jetzt immer Videos hin und her machen, lade ich dich immer noch zu einem Kaffee und Kuchen ein. Ich will mich darin gar nicht bereichern. Wir können das auf deinem Kanal hochladen. Du musst mich auch nicht mal erwähnen oder verlinken oder sonst irgendwas. Die Einnahmen kannst du komplett behalten oder wir spenden das Ganze. Ich möchte einfach nur zeigen, dass ich dich im Real Life argumentativ in den Boden zerstöre. Falls du die Eier hast, dann melde dich. Wenn nicht, dann können wir auch weiter 10 Videos gegeneinander machen. Sein neuestes Video ist sein bisher schlechtestes und manipulierendes, was er je gegen KuchenTV ist arrogant, da fühlt sich richtig der Mist. KuchenTV gemacht hat. Er lässt halt sehr viele wichtige Informationen weg. Das Ganze sieht man zum Beispiel an dieser Stelle hier. Anschläge, die in unseren Medien gezeigt werden, von Muslimen gemacht werden. Digga, er versucht gerade zu erklären, was die Pointe seines Witzes war und labert dabei noch voll die Scheiße. Diese ganzen Terroranschläge sind doch gar nicht von Muslimen. Das sind Dschihadisten, Terroristen. Das hat doch nichts mit dem Islam zu tun. Du kannst doch gerade nicht einfach normale Muslime mit irgendwelchen Dschihadisten oder Islam vergleichen. Mit deiner Aussage geraten alle Muslime unter Generalverdacht. Er stellt mich jetzt so hin, als würde ich jeden Muslim direkt als Terroristen darstellen. Das Ganze stimmt aber nicht. Gucken wir doch einfach mal den Clip, den er eingeblendet hat, ein paar Sekunden länger an. Normalerweise die Terroranschläge, die in den Medien sind, von Leuten des islamischen Glaubens vollzogen werden. Was nicht heißt, dass jeder, der den islamischen Glauben hat, ein Terrorist ist. Absolut nicht, ne? Kompletter Bullshit für Leute, die sowas sagen. Aber die Aussage von KuchenTV ist doch auch, also BS, weil ich glaube, wenn man sich das statistisch anschauen würde, welche religiöse oder ethnische Herkunft Terroristen in der Gänze haben, ist es, glaube ich, nicht unbedingt so, dass das komplett überwiegend sein muss, weil es auch tatsächlich genauso gut Terrorismus von rechts außen, von links außen gibt, von Leuten, die egal welche Nationalität haben. Terroristen sind fucking Terroristen und da ist der Hintergrund und alles egal und eine Statistik stützt das ja bei weitem nicht. Also auch wenn er das hier nochmal relativiert, ist die Aussage an sich schon leicht manipulativ. Wow, eine Sekunde später habe ich das, was du mir vorwirfst, schon direkt entkräftet, weil ich darauf eingegangen bin. Ziemlich komisch, dass das in deinem Video irgendwie gar nicht vorgekommen ist. Naja. Ging doch um den Gazastreifen. Achso, es ging um den Gazastreifen in dem Falle. Um die Hamas dann wahrscheinlich. Hast du wahrscheinlich nur ganz aus Versehen weggelassen, ja, oder? Okay, am Anfang des Videos zeigt er erstmal alle möglichen. Rechts und links, welche Religion ist das? Das ist irgendwas zwischen libertolisch und anglizelig, glaube ich. Reactions, die ich zu ABK gemacht habe. Was hier auffällt, es werden nur Punkte genannt, die man schon als negativ bezeichnen kann. Dass ich in dieser Zeit aber sehr viel auf ABK reacted habe und 95% der Reactions komplett positiv gewesen sind, das wird komischerweise weggelassen. Man sucht genau die 5% raus, die negativ sind. Das Ganze sieht man zum Beispiel auch an diesem Clip hier. Aber das ist ja immer so, ne? Digga, er kriegt einfach, obwohl er halt immer 50 Strikes hat oder sowas, den goldenen YouTube-Play-Button und YouTube gibt mir nicht mal diesen silbernen. Ja, übrigens will ich nicht angeben, ne, aber ich habe den in der Zeit schon bekommen. Alles Gute, im Silent, Kuss. Er sucht sich aus der 21-Minuten-Reaction genau die 5 Sekunden raus, die man negativ auffassen kann. Dass ich abgesehen davon das Video aber gefeiert habe und auch mega oft gelächelt habe, das wird komischerweise von ABK gar nicht gezeigt. Ich denke mir halt so, im Endeffekt macht man doch immer genau das, wenn man jemanden argumentativ zerlegen will. Sucht man sich doch die schlechtesten Stellen noch immer raus, oder? Er verdreht dir halt offensichtlich die Tatsachen. Andere Reactions sind einfach auf Videos, die er gegen mich erstellt hat. Als wenn es verwerflich wäre, dass ich auf Videos reagiere, die er gegen mich gemacht hat. Ich finde den Merch ein bisschen teuer, oder? ABK, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber mein Merch kostet nicht 24,99 €, sondern 19,99 €. Und da kommen 4,95 € Versandkosten drauf. Das steht sogar im Bild, was du eingeblendet hast. Da muss die Qualität stimmen. Ist doch scheißegal, Digga, was Merch kostet, oder? Digga, wie kann man das denn nicht checken? Was er jetzt im Video versucht, ist mich an einigen Stellen arrogant hinzustellen. Zum Beispiel so hier. Ich sag dir ehrlich, nimmst du einem KuchenTV sein YouTube weg, hat er nichts mehr. Stimmt, es gibt haufenweise Leute in meinem Alter, die es weitergebracht haben als ich. Ich meine, ich bin schon ganze 26 und habe gerade mal ein Haus gekauft, fahre ein teures Auto, stehe wirtschaftlich mega gut da, habe einen der größten Kanäle in YouTube Deutschland und habe eine Familie und geile Freunde.
Boah, man merkt richtig, dass du ein Problem mit dem Thema Bescheidenheit hast. Sobald man den ein bisschen aus der Reserve lockt, fängt er einfach an, mit seinem Besitztümer zu prallen. Wo ist der sachliche Kuchen-TV? Wo ist der hin? Lustig, denn er lässt die Aussage komplett weg, auf die ich mich bei Isam beziehe. Denn eigentlich hat Isam zu mir Folgendes gesagt. Leute, die haben nie einen Abschluss gemacht, die haben gar nichts, ne? Ja. Aber die haben viel mehr draus gemacht als er jetzt zum Beispiel, ne? Meine Aussage bezieht sich darauf, dass er gesagt hat, dass Leute mit einer Ausbildung teilweise mehr erreicht haben als ich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er wirtschaftlich meint, weil ich weiß nicht, was er sonst meinen soll. Die Aussage macht halt keinen Sinn. Und da stehe ich als YouTuber mit 26 Jahren in meiner Größe nun mal mega gut da. Jemand, der eine normale Ausbildung gemacht hat. Also ich sag mal so, es ist ja alles schön und gut. Klar ist es schön. Ne? Sicherlich ist es ganz nett, KuchenTV, dass du deine 200.000, 300.000 im Jahr machst. Ist bestimmt schön. Aber da kann ich natürlich nur drüber lachen. Und wenn dein Networth nicht über 5 Millionen Minimum liegt, dann kann ich dich als Mensch nicht ernst nehmen. Hat einfach nicht die Möglichkeiten, die ich habe. Das hat nichts mit Arroganz sein zu tun, sondern das sind halt einfach Fakten, die ich auf den Tisch lege. Das Ganze geht natürlich noch weiter. Mal abgesehen davon ist doch klar, dass wenn YouTuber sich untereinander unterhalten, dass da auch hin und wieder mal über Zahlen geredet wird, weil das halt quasi unser Job ist. Nee, wir flexen die ganze Zeit. Ich sitze immer nur da und erzähle die ganze Zeit. Ich bin so Zuhörer, der wirkt auf mich so, als würde dieses ganze YouTube... It's a German YouTube channel that has a net worth of $1.5 million of May 20. Ja, Erlin... Ich lasse das so stehen. Es passt. YouTube-Ding einfach rein ökonomisch betrachten. Du als YouTuber sollst doch wissen, wohin das führt, wenn ein YouTuber die ganze Zeit auf die Zahlen guckt, die ganze Zeit irgendwelche Klicks, Likes aktualisiert, guckt, wie viele Leute den feiern. Okay, ich habe gesagt, YouTuber reden nun mal hin und wieder über Klicks, weil das quasi deren Job ist. Was ABK daraus macht? KuchenTV scheint das Ganze rein ökonomisch zu betrachten. Das habe ich halt nie behauptet. Ich habe nur gesagt, aber es ist ja auf beiden eben so ein Rumgezicke und so weiter und so fort. Sprecht euch doch einfach aus. YouTuber, wenn sie miteinander reden, auch hin und wieder mal über Klicks reden, weil das deren Job ist. Wie kann man da denn so viel reininterpretieren und sich einen Strohmann aufstellen? Wenn es mir so krass um Klicks gehen würde, dann würde ich meinen Gameplay-Kanal nicht aktiv halten, wo einige Videos nicht mal 1000 Aufrufe haben. Aber ich habe einfach Spaß daran, das Ganze zu machen und da juckt mich dann halt die Reichweite nicht. Auch Alkuchen hat sich mega lange Zeit so gar nicht gelohnt, aber ich hatte einfach Bock darauf, diese Videos zu machen. Wow, ich bin wirklich super klickgeil, oder? Firmen wie VW haben ganze Abteilungen, die sich nur mit Zahlen beschäftigen. Drei geehrtesten, intelligentesten YouTuber sind Unge, Revi und Julian Bam. Ja, bei Unge und mir stimmt das. Julian Bam nicht, der ist abgehoben as fuck. Heftigen Umsatz, Wachstum und so weiter. Das ist komplett normal. Aber nee, bei einem YouTuber ist das natürlich dann doch wieder ziemlich cringe. Ja, Volkswagen, jetzt komm mal runter von deinen Filmen. Volkswagen ist doch ein Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Bruder, ich habe auch eine Verantwortung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe eine Familie mit einem Sohn, um den ich mich ja kümmern muss und für den ich sorgen möchte. Dazu habe ich 3 Mitarbeiter und 2 selbstständige Cutter. Also auch ich habe Leute in meinem Umkreis, für die ich mehr oder weniger zum Teil verantwortlich bin. Natürlich bin ich nicht VW, aber das war auch nur eine Hyperbel. Aber gut, dass ABK das nicht checkt, ja, das hätte ich halt schon vorher wissen sollen. Jetzt, wo ich nochmal aus deinem eigenen Mund bestätigt bekommen habe, das dass du so krass auf Zahlen geierst wie ich, auf Frauen, jetzt verstehe ich auch, warum du ein geile Kindergarten Video machst, in dem du erklärst, warum du einen Hype hast. Jeder wie der will, aber ich selber könnte niemals ein Video machen, warum ich so einen krassen Hype habe, warum ich so Erfolg habe. Ich würde gegen meinen Monitor boxen, während ich mein eigenes Video schneide, Alter. Selbsthass. Ja, du hast recht. Es ist auch viel, viel cooler, in jedem zweiten Video mit seinem Abschluss anzugeben. Hier sieht man halt einfach ABKs Charakter. Und ich finde das Ganze halt Real Talk einfach mega traurig. Denn wenn ich mich in einem Video mal positiv erwähne, dann ist das direkt ein riesiger Skandal. Also ich sag's so, wie es ist. Ich kann das ja ganz offen sagen. Ich finde mich von allen Leuten, bin ich der Geilste. Ne? Unglaublich gut aussehend, erfolgreich, extrem sexy, gut durchtrainiert und sowas. Ja, also ich find's to be honest ganz nice so. Also ich find's ganz ja. Genau. Man kritisiert das in einem halben Video und ich bin mega arrogant. Dass ich gleichzeitig aber auch schon viele Videos kritisch gegen mich hochgeladen habe, zum Beispiel als ich meine Steuerschulden hatte oder einige Videos auf Alkuchen, dann ist das okay. Das wird nicht kritisiert. Also negativ über sich selber darf man berichten, aber wehe, du verlierst auch nur ein positives Wort über dich. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Denkweise, findet ihr nicht? Lustig ist aber Folgendes. Wer hat dich denn nach deiner Meinung zu diesen Schülern gefragt? Oder ob die Gesamtschule leichter war? Oder ob du früher gemobbt worden bist? Ja, indirekt meine gesamte Community. Denn gerade meinem
Fall ist dieser humoristische Umgang mit dem Thema Bildung ein Thema, dem ich mich im Vergleich zu dir deutlich qualifizierter widmen kann. Okay, erstmal ganz kurz abschweifen. Ja, in Bildungsthemen bist du definitiv besser als dich. Zum Beispiel in deinem antisemitisch angehauchten Video über Palästina und Israel, wo du zum Beispiel sowas hier sagst. Puh, wie ekelhaft ist das bitte? Da sind irgendwelche Palästinenser, die einfach wie jedes andere muslimisch geprägte Volk im heiligen Monat Ramadan nach dem Iftar essen, ein ganz normales Gebet verrichten wollen und dann kommt die israelische Polizei und nimmt das als Anlass für einen Razzia? Das ist so eine offensichtliche perfide Schikane, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Die haben da nicht ganz normal gebetet, sondern palästinensische Demonstranten haben dort Steine gesammelt, die sie an die Klagemauer werfen wollten als Juden. Ja, es ist aber die ganze Zeit ein Hin und Her, Digga. Also for real, im Endeffekt, dieses Video ist wirklich komplettes Rumgezicke und Hin und Her und gerade zum Israel-Palästinenser-Konflikt sollte man sich einfach nicht mit irgendeiner stupiden Aussage einfach äußern, weil das eine jahrtausendlange Historie hat, die so komplex und fast nicht entwirrbar ist, dass ich beide Seiten leider Gottes ein Stück weit sehr gut nachvollziehen kann. Auf beiden Seiten passiert Scheiße, auf beiden Seiten sind Dinge, die, also, es lässt sich nicht in einer Aussage konkretisieren, das geht nicht. Was für Jahrtausend? Ja, wenn ihr mal zurückgeht, das hat in der Römerzeit schon angefangen. Get your facts right, Chat. Juden da gerade gebetet haben. Das Ganze wurde dann von israelischen Sicherheitskräften aufgelöst und natürlich sind die da auch reingegangen, weil man ja die Leute schützen muss. Das Ganze hast du in deinem Video komischerweise nicht erwähnt. Oder zum Beispiel auch solche Screenshots, die du in deinem Video zeigst. Was du dazu nicht sagst, ist, dass 30% der Raketen der Hamas im eigenen Gebiet wieder aufschlagen. Meistens in Wohngebieten, weil sie halt von da ihre Raketen losschießen. Für viele Todesopfer und Verletzte in Palästina ist die Hamas verantwortlich. Auch das sind Dinge, die du in deinem Video einfach weglässt. Dein ganzes... Also, ich will jetzt hier, wie gesagt, kein Fact-Checking betreiben, aber es ist extrem schwierig, solche Aussagen einfach mal zu treffen, ohne das irgendwo mal vernünftig recherchiert zu haben. Ich würde fast schon sagen, das Thema ist so komplex, dass man sich ohne jahrelange Recherche und Historie und da gewesen zu sein, nicht dazu großartig äußern sollte. Punkt. Video ist einfach ein dummes Israel-Bashing. Israel macht nicht alles richtig und da gibt es auch... Israel baut eine Menge Scheiße, aber auch Palästina baut eine Menge Scheiße. Ist ja auch egal. Dinge, die man kritisieren kann. Aber das, was du da hochgeladen hast, hat nichts mit Bildung, Wissen oder einer neutralen Meinung zu tun. Ich will das gar nicht... Nee, sorry, Digga, das Video jetzt triggert mich wirklich. Dieses Hin und Her, dieses Kindergarten rumgekacke, also das ist... Das ist nichts, wo ich irgendwo... Nee, also es ist... Sorry. Wirklich, es ist einfach too...